Alexander Arsovic, nach dem Schwerin-Spiel wurden Sie bei Hertha 03 Zehlendorf freigestellt. Wann genau haben Sie von dieser Freistellung erfahren? Na, ich habe mich unmittelbar nach dem Spiel gegen Schwerin mit dem Präsidenten hingesetzt, haben einen Termin gehabt und klar wurde die Entscheidung da noch nicht getroffen, aber man hat auch schon darüber gesprochen. Und vor dem Spiel gegen Malchow am Samstag hat man mir das dann mitgeteilt. Erst vor kurzem hatten Sie Ihren Vertrag für ein Jahr verlängert. Wie kam es jetzt doch zu dieser überraschenden Wende und zu Ihrer Freistellung? Ja, also generell gesehen ist Fußball ein Tagesgeschäft, ne? Und da muss man sich auch immer bewusst sein, dass es so ist. Das wird auch so bleiben. Betrifft die Trainer sowie die Spieler. Bei den Trainern ist es noch, glaube ich, extremer. So dass es ein Tagesgeschäft bleibt und es kann immer treffen. Und ja, der Präsident hat die Entscheidung getroffen und die muss man akzeptieren. Sportlich lief es ja eigentlich relativ gut diese Saison, Platz 4 in der Oberliga. Können Sie deshalb diese Gründe nachvollziehen? Können Sie die Gründe nachvollziehen? Wenn man Platz 4 erstmal sieht in der Oberliga, denke ich mal, ist das nicht so schlecht. Und aufgrund dessen würde ich sagen, erstmal nein. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel Demut in sich drin hat. Trotzdem sage ich, in dieser Situation hätte ich mich selber nicht entlassen. Ne? Die Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt, auch schon eine gute Hinrunde. Ne? Klar haben wir dann immer in der Hinrunde das eine oder andere Problem gehabt, das haben aber auch andere Mannschaften, ne? Verletzungsbedingt. Trotzdem waren wir sehr zufrieden. Die Rückrunde lief sehr, sehr, sehr gut. Ne? Wir haben 5-0 gespielt, ich glaube 6 Siege und bis vor dem Schweriner Spiel. So dass wir da auch schon sehr, sehr zufrieden waren und ich war auch zufrieden von der Entwicklung der Mannschaft. Ne, das war in dem Moment so, dass wir sehr, sehr stabilen Fußball gespielt haben, kompakt, dann in der Ballbesitzphase immer sehr, sehr gute Ideen hatten. Aus meiner Sicht war das ein guter Fußball und man kennt es ja, wenn man dann, sage ich jetzt einfach mal, man hat 2-3 Spiele, wo man Erfolgserlebnisse hatte. Man hat Optik Rathenow geschlagen nach 25 Spielen, wo sie ungeschlagen waren. Man tankt natürlich sehr viel Selbstvertrauen. Ne? Das ist ja dann automatisch so. Und dann merkt man auch, ne, bei den Gegnern, ne, den Respekt. Ne? Der Gegner denkt sich dann auch, Mensch, das ist eine schwer zu packende Mannschaft. Die Mannschaft spielt sehr oft zu Null, steht stabil. Hat ein gutes Konstrukt und dementsprechend war ich da schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Dann auch Ihre Mannschaft. Wie hat diese Mannschaft die Freistellung aufgenommen und allgemein Ihr Umfeld? Wie haben die darauf reagiert? Na, das ging ja relativ schnell. Ne? Das ging ja schnell. Man hat die Mannschaft, glaube ich, an dem Nachmittag danach informiert. Ja, viele waren eben überrascht. Es gab den einen oder anderen, die nicht so überrascht wirkten. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, Anrufe. Habe dann auch die Möglichkeit bekommen, mich von der Mannschaft persönlich zu verabschieden. Das war dann nach dem Malchow-Spiel am Dienstag. War noch einmal eine sehr, sehr emotionale Sache, auch für mich. Nach 5 Jahren bei Hertha Zehlendorf ist mir das natürlich nicht einfach gefallen. Sie haben ja jetzt mit dem angesprochenen 4. Platz Zehlendorf auf einen guten Weg gebracht. Was glauben Sie, bringt die Zukunft für Zehlendorf? Das kann ich jetzt aus dieser Sicht jetzt nicht beantworten. Ich stecke jetzt einfach nicht mehr drin. Ne? Die Zeit, die ich in Zehlendorf verbracht habe, die war sehr intensiv. Ne? Ich wusste über alles Bescheid. Konnte auch viele Entscheidungen treffen. Jetzt habe ich da gar keinen Einfluss und auch keinen Einblick, was da passiert. Ich habe mich, oder sagen wir mal so, das ist, glaube ich, ganz, ganz normal, dass man sich da etwas distanziert nach der ganzen Sache und das einfach ein bisschen lässiger von der Seite betrachtet. Trotzdem sind das alles noch Spieler, unter die ich Trainer war und wo dann immer eine emotionale Bindung sein wird. Sehr, sehr viele junge Spieler vor allem, so dass man da nie emotionslos sein wird. Ne? Also es wird immer so sein in der Zukunft, wenn ich die Jungs dann irgendwo sehe, dass dann trotzdem viele Emotionen dabei sind. Dann einmal zum Abschluss zu Ihrem persönlichen Ausblick. Wo wird man Sie denn wiedersehen in naher Zukunft? Na, das ist
jetzt erstmal schwer zu beantworten. Ne? Ich habe mal letztens ein Interview gelesen von Carlo Ancelotti. Klar sind das ganz, ganz andere Ligen, worüber wir uns unterhalten. Naja, und dann hat er einfach über einen Rauswurf gesprochen. Ne? Er wurde irgendwo entlassen und hat dann in diesem Interview gesagt, dass er in der Zeit am meisten gelernt hat. Ja, und ich kann mich jetzt da nicht vergleichen, möchte ich auch gar nicht. Trotzdem ist das für mich sehr, sehr lehrreich. Revue passen, den ganzen Rückblick, das Geschehene. Man überlegt natürlich, man macht sich Gedanken. Und ich glaube, das Wichtigste ist, aus diesen Situationen das Positive, auch wenn es schwer ist, das Positive rauszukitzeln, zu lernen. Ne? Und es beim nächsten Mal vielleicht besser machen. Ja, man merkt schon, Sie hängen noch an dem Verein und es ist schon überraschend für Sie gekommen. Trotzdem herzlichen Dank für das Interview und viel Erfolg für die Zukunft. Ja, danke schön.